Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Master of Orion Conquer the Stars mit mir, dem Mr. Merp. Frisch zurück aus meinem Urlaub. Ja, heute, an diesem Tag, an dem ich das hier aufnehme, nicht unbedingt an dem Tag, an dem ihr das hört, sondern an dem ich das hier aufnehme, bin ich aus meinem Urlaub zurückgekehrt und nehme eine weitere Staffel Master of Orion für euch auf. Kann euch auch jetzt schon mal ankündigen, dass ich plane, Tutorials zu diesem Spiel zu machen, weil ich mich da so ein bisschen in letzter Zeit so reingefuchst und reingedacht habe. Ich werde vielleicht auch schon im Laufe dieses Let's Plays ein bisschen drauf eingehen, aber ich werde das Ganze kompakt natürlich dann als entsprechende Tutorial-Folgen separat liefern, weshalb ich auch jetzt keine dieser Folgen hier länger als 20 Minuten werden lasse, weil ich einfach dann auch die Zeit für diese Tutorials natürlich brauche, damit ja diejenigen von euch, die da nicht so viel Zeit haben, sich jede Zahl genau anzugucken und warum, was, wie, wann, weshalb halt so ist, halt rauskriegt, wie das geht. Also mit meiner Hilfe. Ich bin ganz, ganz groß darin, mich selber in meinen Ausführungen zu verlieren und dann nicht mehr zu wissen, was ich am Anfang eigentlich sagen wollte. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen ein Einzelspielerspiel. Und zwar werden wir ein neues Spiel natürlich beginnen. Und wir fangen mit einer Rasse an. Nicht wundern, ich habe die Labertasche jetzt mal ausgeschaltet, weil mich das immer so ein bisschen genervt hat. Also wir haben jetzt gerade eben überhaupt keine Stimme erstmal an. Es kann gut sein, dass ich das eventuell später nochmal ändere. Aber jetzt von Anfang an finde ich es sehr, sehr sinnvoll. Ich hatte mir überlegt, mit den Alkari zu starten, aber nein. Ich möchte mit einer Rasse starten, die ich schon mal im Stream mit Sir Nozzy zusammengespielt habe, und zwar die Sakra, weil die Sakra sind meiner Meinung nach eine der am schwersten zu spielenden Rassen. Das hat Gründe. Da werde ich auch in einem entsprechenden Tutorial nochmal drauf eingehen, denn sie haben das Problem, dass sie unkreativ sind. Und unkreativ sorgt dafür, dass es immer so ein bisschen ein Glücksspielchen ist, mit was man eigentlich im Laufe des Spiels gesegnet wird. Hier steht das noch nicht so eindeutig dran. Also hier steht einfach dran, unkreativ. Diese Rasse ist etwas langsam, hat kein Interesse an neuen Technologien oder Wissenschaft und wird lieber jemand anderen als das Denken überlassen, damit sie sich ausruhen oder spielen kann. Da steht schon mal dran, Forschung durch Bevölkerung minus 25%. Das ist schon mal ein gewisses Ärgernis. Das heißt also sozusagen, wenn wir einen Punkt bekommen durch einen Arbeiter, haben wir eigentlich nur 0,75 Punkte, weil 0,25, also 25% abgezogen werden. Also immer, was die Bauslots angeht, beziehungsweise die Wissenschaftsslots und die Punktwerte, die daraus generiert werden. Feste Boni sind, soweit ich weiß, davon nicht betroffen, aber das schauen wir uns natürlich auch im Laufe des Let's Plays an. Darüber hinaus, Technologie unkreativ, es wird jetzt hier so freundlich als Technologie dargestellt. Ja, im Grunde wird die Technologie davon beeinflusst. Wenn man unkreativ ist, hat man keine Wahl. Wenn man normalerweise aussuchen kann, zum Beispiel, möchte ich den ECM-Jammer oder möchte ich die Schildklasse 1? Nö, das Spiel entscheidet das per Zufall. Du bekommst einfach per Zufall eine dieser Technologien, wo du normalerweise eine Wahl hättest. Was, ja, schwierig ist. Das ist definitiv sehr, sehr schwierig. Man muss dann eigentlich die Technologien, die dann in das eigene Setup passen, sich im Grunde durch Handel mit anderen Spezies, die das hoffentlich haben, ja, bekommen, also aushandeln. Problem! Sie sind abstoßend. Andere mögen uns nicht so sehr und handeln deswegen auch nicht so gerne mit uns. Oder, wenn doch, dann für sehr, sehr teuer Geld. Also die Technologien, die wir dann sozusagen durch Handel mit anderen Rassen bekommen wollen, werden wir nur sehr, sehr schwierig bekommen. Aber dafür sind wir viele, oder wir können dafür sehr, sehr schnell sehr viele werden. Und wenn sie nicht mit uns kooperieren wollen, dann holen wir einfach unsere Brüder und verhauen sie, oder so in der Art und Weise. Treffen unseren Weltraum-Busbahnhof und dann gibt's Haue. Ja, Bevölkerungswachstum plus 50%. Das haut auch ordentlich rein. Ich habe schon für den Zweck meiner Tutorials ein paar Testläufe unternommen. Das rockt die Bude. Das merkt man erst dann, wenn man davor direkt eine Rasse gespielt hat, die diesen Bonus nicht hat. Darüber hinaus haben wir noch den Überplanet Tropisch. Wir sind eine Rasse, die sozusagen einen Überplanet haben kann, ähnlich wie die Klakonen oder die Mirshan.
Und auch die Silikoiden können das ja haben, soweit ich weiß. Die anderen können das nicht haben. Schade, dass die Alkari kein Wolkenreich haben können. Ha, egal, vielleicht kommt das ja noch. Und wir starten auf einer Sumpfwelt. Also wir haben einen Planeten, der nicht erdähnlich oder ozeanisch ist. Was irgendwie schade ist, wenn man das bedenkt. Also es gibt ja eigentlich momentan gar keine Rasse, die einen besonderen Vorteil aus ozeanischen Planeten ziehen kann. Hey, Wargaming, haut das mal rein. Fällt mir gerade eben bloß auf. Also wie gesagt, wir fangen mit einem Planeten an, der ein Level weiter unten ist, als es zum Beispiel bei den Menschen der Fall wäre. Ähnlich wie mit den Klakonen. Das ist aber auch nur gut und billig, denn wir sind, also die Boni sind trotzdem barbarisch, die man hier durch den Bevölkerungswachstum haben kann. Ihr werdet es gleich sehen. Und wir sind natürlich Expansionisten. Wir haben als Anfangstechnologie das Ingenieurwesen und die Biologie. Also wir haben zwei Technologien am Anfang und das gleicht natürlich einiges wieder aus. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt mit denen hier an. Ich labere hier schon fast 6 Minuten. Und wir machen hier so ein mittleres Spiel. Wir machen es dieses Mal gar nicht so mega groß. Wir spielen nach Warp. Wir haben 5 KI-Gegner, lassen die zufällig bestimmen. Ich möchte die Schwierigkeit lediglich mal auf schwer stellen. 1, 2, 3, geklickt. Und alle anderen Siegbedingungen lassen wir an und wir legen los. Hm. Während die Sonne die harsche Oberfläche Slas irgendwas vermehrte sich die wir lassen das einfach. Das ist jetzt doof, dass der Sprecher hier auch aus ist. Wollte ich nur mal anmerken. Wir gucken uns diese schönen grünen Bilder trotzdem an. Ihr könnt ja mitlesen. Ich habe es gerade eben bloß verpennt, da jetzt schön einzusteigen. Genau, mit immer mehr Mäulern zu füttern, strömt die Brut hinaus aus ihren Höhlen, hinaus in die Sterne und Scotty Warp 9. Ich sagte Warp 9? Sie können anscheinend noch keinen Warp. Egal. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal da in Sla. Und ja, das ist mir aufgefallen, das ist irgendwie neu, dass die meisten Heimatwelten jetzt seit Release ganz, ganz häufig hier in so einer Sackgasse sind. Was natürlich Vorteile hat. Einzig allein den Vorteil, dass man nur eine einzige Seite im Zweifel verteidigen muss. Also das heißt, man kann nicht so leicht überrannt werden. So, wir schicken als allererstes jetzt hier mal unsere Späherlis los. Und so, wichtig, meiner Meinung nach, mit ins La ist Heuschreckentaktik. Man sollte das Universum wie eine Heuschreckenplage heimsuchen. So, wie gehen wir jetzt am Anfang am besten mit den Sakram meiner Meinung nach vor? Also es gibt ja Leute, die sind der Meinung, hau alles hier rein und dann rockt das schon die Bude. Ja, aber dann haben wir halt so gut wie gar keine Forschung mehr und so gut wie gar keine Produktion. Davon halte ich persönlich überhaupt nichts. Ich bin ein Freund von dieser Variante. Warum? Wir haben ohnehin schon wenig Forschung. Ein bisschen Forschung sollte schon sein. Ihr seht jetzt hier gerade eben die minus 25%. 2 pro Feld normalerweise hier. Minus 0,5, weil das sind 25% pro Feld. Das heißt, diese 1 plus heißt im Grunde 1,5. Können wir hier auch nachlesen, wie ihr seht. Wir haben also Bevölkerung 3 und Strukturen 1. Die Struktur, die das ermöglicht, ist, soweit ich weiß, das Kapitol. Genau, hier Kapitol, Forschung plus 1, Nahrung plus 1, Produktion plus 1, Sicherheit und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. So, dann haben wir hier die Nahrungsproduktion, da haben wir momentan Netto. Ich spreche jetzt auch in den Tutorials übrigens immer von Netto-Nahrung, weil das die Nahrung ist, die entscheidend ist für das Bevölkerungswachstum. Der Verbrauch ist relativ irrelevant, auch das, was sie hier produzieren, ist relativ irrelevant. Wichtig ist immer, was haben wir netto unterm Strich übrig? Das ist in dem Fall 3. Haben wir zum Beispiel jetzt bloß eine übrig, sind es 27 Runden. Dann haben wir 3, sind es plötzlich nur noch 9 Runden. Ihr seht, das ist sozusagen geteilt durch 3 in diesem Augenblick, ne? Nachvollziehbar. Warum das so ist, dafür wird es ein Tutorial geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehe, dann haben wir 5, dann sind es plötzlich nur noch 6. Also, da ist definitiv eine Formel dahinter, die man auch erahnen kann. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viel rumgeschraubt und habe festgestellt, so leicht rauszukriegen ist sie nicht, aber man kann rauskriegen, wie sie funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen jetzt als allererstes, ja, ich bin ja ein Freund am Anfang, weil wir ja schnell wachsen wollen, erstmal die Biosphären hier zu bauen, denn die bieten uns ein bisschen Nahrung und ein bisschen Forschung und beides können wir mit den Sakra definitiv brauchen. Und da wir ganz, ganz wichtig, also wie geht man meiner Meinung nach am Anfang schnell vor, dass man schnell ins All kommt? Wir brauchen
blitzschnell. Erstens automatisierte Fabrik und wir brauchen ganz schnell die Regierung. Eigentlich müssten wir zuerst die Physik hier erforschen, aber wir machen was anderes. Wir wollen wahnsinnig schnell expansionieren mit den Sakra. Und deswegen müssen wir zusehen. Ich zeige es euch am besten, dass ich nicht hier lange rumrede. Wir brauchen als allererstes die Regierung, damit wir die Weltraumerforschung bekommen können, wegen der Koloniebasis. Wenn wir die Koloniebasis haben, können wir unser Kolonieschiff, das wir bereits haben, losschicken. Und das will ich so lange aufheben, weil es nämlich bis jetzt überhaupt nichts bringt. Also es hat einfach nur diesen einen Kolonisten an Bord und wenn wir keinen besonders geilen Planeten finden, dann, dann ist das nur halb so effizient, wie es theoretisch sein könnte. Und das möchte ich nicht. Weil der dann halt einfach eine Nahrung weniger hat, als er theoretisch haben könnte. Warum haben die sich jetzt hier beide irgendwie verbündet? Das finde ich doof. Flieg doch mal da ein. Was haben wir da von Planeten? Das hier ist ein Sumpfplanet mit normaler Gravitation und ergiebig. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Das finde ich sehr, sehr schön. Sumpfplaneten sind unsere Freunde, weil die können wir ja zu diesem Überbiom der Dschungelwelt irgendwann machen. Da ist auch noch ein Gasriese in Goi. Oder Gol. Charles de Gaulle wohnt hier oder so. So, gehen wir hier rüber. In Corvus, im Raben, da befindet sich... Ne, Korax ist ja der Rabe. Ich hab's nur jetzt mit Corvus Korax, der Band, verwechselt. Ich weiß gar nicht, was Corvus heißt. Verdammt, der Axt, hätte ich mal aufgepasst. So, wir machen auf jeden Fall mal weiter. Da haben wir noch 7 Runden, da oben haben wir noch 4 Runden. Ihr seht, Corvus heißt also doch Rabe, hat mir so hinten die Stimme aus dem Off verraten. Dann weiß ich aber nicht, was der Korax ist. Ich dachte, das ist ja auch der Rabe. Naja, lassen wir das. So, finde ich irgendwie passend, dass die Echsen jetzt irgendwie den Raben fliegen. Da oben haben wir Hastur. Hastur. Das klingt auch irgendwie so ein bisschen nach alternative Gothic-Mut. Hastur. Könnte auch ein bisschen Rammstein sein. Moment, wir haben ja tatsächlich erstmal hier in 2 Runden genau den hier fertig. Dann haben wir hier Flotilla, machen wir was. Da ist ein unfruchtbarer, sehr unbrauchbarer Planet, wobei so unbrauchbar ist er gar nicht. Er ist für später sehr, sehr sinnvoll. Aber noch nicht für jetzt. In Hastur haben wir nichts. Also Hastur hat nichts. Ist auch lustig, wenn man so darüber nachdenkt. Und wir haben schon jemanden gefunden. Die Vögelchen. Den Tweety. Hallo Tweety. Tweety ist neutral. Und wir sagen auf Wiedersehen. Ich würde einfach mal sagen, wir reden schon mal mit ihm, weil wir sehen Nachteil durch die Tatsache, dass wir abstoßend sind. Befinden wir uns tendenziell hier. Trotzdem können wir versuchen, seine Meinung über uns zu ändern, auch wenn er uns anguckt und sagt, Bleh, Pfui Deivel, wie siehst du denn aus? Kommst, siehst ja aus wie das Ding aus dem Sumpf. Und das sind wir ja im Grunde ja eigentlich auch. Geht woanders aus, ihr Ungläubiger. Ach du Scheiße, der will gar nicht mit uns Karten teilen. Ich find's lustig, dass man die Musik jetzt noch viel besser hört, wenn der Typ nicht labert. Fällt mir zum allerersten Mal auf. Bisschen mal probieren. Da fällt einem die Musik viel mehr auf. Ja, leider können wir mit ihm momentan nicht reden, denn er möchte das nicht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Man muss immer wieder mal gucken, ob es Sinn macht, einen wegzunehmen, ob da die 1 dann bleibt, ne? So in dem Augenblick, weil man muss ja die Arbeitskraft nicht verschwenden. So, wir haben jetzt hier den nächsten drin, wie ihr seht. Der sorgt jetzt schon mal dafür, dass hier gleich mal statt 15 es nur noch 8 sind. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es richtig zur Sache geht mit den lieben Sakra. Und meiner Meinung nach macht es auch jetzt absolut Sinn, hier das hier zu kaufen und hier nochmal eine Beschleunigung jetzt reinzusetzen. Denn wie gesagt, unsere Strategie ist es, das Universum jetzt hier... Ach du Scheiße, der ist ja giftig. Oh, giftig ist blöd. Giftige Planeten sind sehr, sehr blöd. Mit denen kann man nicht wirklich was tun. Das heißt, Corvus ist ziemlich scheißus. Also damit können wir eigentlich gar nichts anfangen. Also zumindest noch nicht am Anfang. Das Ärgerliche ist, dass der halt hier sehr reich ist, aber halt auch sehr scheiße. Ja. Okay. Wir müssen einfach damit arbeiten, dass wir jetzt hier 72 Credits gesammelt haben in einer Anomalie.
und haben nun endlich die Regierungsbehörde abgeschlossen. Und nun forschen wir hardcore am der Koloniebasis. Und da bin ich jetzt auch schon bereit, das ein wenig zu beschleunigen, indem ich hier Leute umlagere. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das sehr, sehr schnell hinbekommen. Was kostet das? 480. Und was kostest du? 280. Das kriegen wir leider so schnell nicht hin. Aber das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Wir haben momentan hier immer noch 80%. Haben wir dadurch jetzt schon Streik? Scheiße, wir haben Streik. Das können wir nicht machen. Einen runter. Dann dürfte der Streik weg sein. Genau, perfekt. Das heißt, wir machen jetzt 21 pro Runde. Das heißt, in zwei Runden können wir das Ding freikaufen. Beziehungsweise einfach kaufen. Freikaufen klingt irgendwie so... Klingt so kriminell. Wir haben ja nicht vor, etwas Verbotenes zu tun. Nur das Universum zu erobern. Dagegen gibt es kein Gesetz, soweit ich weiß. Es gibt nämlich noch keinen galaktischen Rat, der es uns verbieten könnte. So, jetzt haben wir hier in Plinioria. Plinioria. Was? Plinioria? Keine Ahnung. Das ist ja mal ein Name. So. Eine Runde noch, dann haben wir das Geld hier zusammen eventuell. Nein, haben wir nicht. Schlecht. Aber wir haben hier wieder Schiffe. Das wird wieder so ein Gasriese sein. Ja, 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 wie ich es erwartet habe. Nichts kann mich überraschen. Und da trifft jetzt der Autorenstreik die Schlagzeilenindustrie. So, liebe Leute, und ich werde definitiv zwischen den Folgen es so machen, dass, ja, wie soll ich sagen? Moment, warum haben wir denn überhaupt hier Produktion am Laufen? Ach so, weil das das Kapitol ist. Ja, das macht Sinn. Das Kapitol bietet ja auch plus 1 Produktion. Ich werde es zwischen den Folgen so machen, dass ich dann die Stimmen wieder einschalte, weil das ansonsten ein bisschen boring ist. Also ich dachte am Anfang eher so, das nervt immer so ein bisschen, aber nee, auf Dauer ist es eher genau andersrum. Hier haben wir jetzt einen erdähnlichen Planeten, der ist gar nicht mal so schlecht. Dann holen wir uns als nächstes das da. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen die Forschung gepimpt. Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, der lohnt sich überhaupt nicht. Ihr seht, es ändert sich da oben nichts und hier wird es deutlich schlechter. Deswegen lassen wir diesen Quatsch. Und was wir stattdessen jetzt machen, ist hier nochmal einen hydroponischen Farmenangriff nehmen. Und dann fliegen wir weiter. Oh Gott, Piratenalarm. Piraten sind schlecht fürs Geschäft. Aber wir bekommen nochmal 43 Credits. Das ist wiederum sehr, sehr gut fürs Geschäft. Und wir fliegen hier einfach mit Hashtour weiter. So, wups, flieg, flieg, flieg. Eine Runde noch. Ja, hier ändert sich dadurch nichts, wenn ich den hier wegnehme. Und der nächste Exerich begrüßt uns hier. Und wir haben es geschafft. In einer Runde haben wir das Ding jetzt hier fertig. Das heißt, wir können jetzt eigentlich dann in der nächsten Runde... Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich könnte den jetzt sogar schon losschicken. Was ist denn das hier eigentlich? Ach du Scheiße, die Siegchancen sind ja gerade mehr als moderat. Okay, wir sollten hier vielleicht noch ein klein wenig rumsitzen und uns langweilen, bevor der Pirat hier Bösartigkeiten tut. Ja, es kommt dann nämlich zu uns, das habe ich nämlich befürchtet. So, wir haben jetzt allerdings die Koloniebasis. Das bedeutet, wir können ihnen jetzt demnächst hier aufs Dach steigen und als nächstes lernen wir jetzt hier die Physik. So, jetzt können wir nämlich... Ein bisschen, genau. Ihr seht, warum es eigentlich in der Regel, meistens wohlgemerkt, keinen Sinn macht, niemanden da unten reinzusetzen. Der Unterschied ist einfach frappierend hier. Insgesamt Produktionsleistung von 1 bedeutet 55 fucking Runden. Produktionsleistung von 4 bedeutet 14 Runden. Das ist einfach so krass unterschiedlich. Da brauchen wir gar nicht so drüber reden. Also eigentlich hätte ich das schon vorher machen sollen, aber dann hätte ich hier quasi wiederum von 3 auf 9, ne, und da oben auch eine Runde verloren und alles doof und deswegen haben wir das so gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Da drüben ist noch ein trockener Planet, der reich ist. Den sollten wir uns als zweites nach Goi da oben holen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.